So, hallo Gemeinde und ganz besonderes Hallo an dich, Michael. Ja, du hast mich tatsächlich jetzt dazu bekommen, meine allererste Videoantwort zu drehen. Du hast uns ja in deinem 250 plus Subs Giveaway dazu aufgefordert, eine unserer Taschen, einen Rucksack vorzustellen, den wir mit zur Arbeit nehmen, den wir mit zum Buschkraften nehmen, den wir in der Freizeit so nutzen. Und da ich mir gedacht habe, dass wahrscheinlich einige ihre Outdoor-Taschen, ihre Bug-Out-Bags oder wie auch immer man sagen möchte, vorstellen wollen, wollte ich was ganz anderes machen. Die Tasche seht ihr schon dort stehen. Vorher noch ganz kurz eine Erklärung zum Technischen. Ich habe versucht, die alten Akkus für meine alte Samsung-Kamera zu laden. Hab die über Nacht in der Steckdose gehabt und die sind wohl mittlerweile hinüber. Haben so eine hohe Selbstentladung, dass es nicht möglich war, die Kamera länger als eine Minute in Betrieb zu halten. Wäre theoretisch gegangen, da du ja gesagt hast, eine Minute Video oder Slideshow reicht dir schon. Ich denke, ja, und wenn ich jetzt auf den Zähler gucke, sehe ich mich schon bestätigt, dass das nicht möglich sein wird für mich. Dementsprechend habe ich mir entschieden, das Ganze mit dem Handy zu filmen. Wenn es jetzt ein bisschen wackelig ist, die Videoqualität nicht so überragend ist, bitte ich das zu entschuldigen. Naja, es geht um die Vorstellung eines Rucksacks und da wird das schon okay sein. Ist ja kein Kino hier. Was ihr da vor euch seht, beziehungsweise Michael, hauptsächlich du, was du da vor dir siehst, ist mein Kamerarucksack. Das Modell nennt sich wohl Hama Trackpack, wenn ich das richtig recherchiert haben sollte. In der Farbkombination, wie er dort steht, ist er heute nicht mehr zu bekommen. Ich habe nur das Nachfolgemodell gefunden. Zu erkennen an den drei Taschen mit dem großen Hauptfach, einem schmalen Dokumentenfach und der kleinen Zubehörtasche vorne. Rechts und links befinden sich jeweils Netztaschen. Die wunderbare Getränkeflasche bis, ich sag mal, 0,7, 0,75 Liter aufnehmen können. Alles, was darüber hinausgeht, ist vermutlich zu hoch und vom Schwerpunkt daher schon nicht ganz geeignet. Aber mit einer kleinen Trinkflasche, wie man sie zum Beispiel vom Fahrradfahren kennt, ist das überhaupt kein Problem. Du sagtest auch, dass wir den Rucksack nicht unbedingt aufmachen müssten. Du möchtest gar nicht sehen, was drin ist. Da ich jedoch denke, dass wir, die wir doch unsere Zeit zu einem Teil draußen verbringen, nicht nur mit der Videokamera, sondern teilweise auch mit der Fotokamera unterwegs sind. Könnte das den einen oder anderen vielleicht doch noch interessieren, wie diese Tasche aufgebaut ist? Denn sie ist mit knapp über 20 Euro aktuell bei Amazon ein regelrechtes Schnäppchen, meiner Meinung nach. Ich drehe sie erstmal rum. Auf der Rückseite sehen wir nun, man kann nicht so besonders viel erwarten. Der Griff oben ist wunderbar gepolstert, er ist relativ dick. Ich schätze auf ungefähr 1,5 bis 2 Zentimeter. Die Riemen haben eine ganz angenehme Bogenform auf beiden Seiten, was mir zugute kommt. Ich bin 1,93 groß und relativ breit gebaut. Doch auch ich kann diesen eher kleinen Rucksack recht bequem tragen, auch über der Jacke, wie zum Beispiel einer Fleecejacke. Diese kleinen Polster rechts und links, ich weiß nicht, ob man die jetzt besonders gut erkennen kann, dunkel gegen dunkel. Ja, ich weiß nicht, ob die nur zur Polsterung dienen oder dem leicht abgesetzten Stoffdach dahinter auch eine mögliche Ventilation erlauben sollen. Kann ich so nicht beurteilen. Ich habe den Rucksack erst einmal bei hohen Temperaturen mitgehabt und ich muss sagen, Schweißflecken auf dem Rücken bilden sich so oder so. Brustgurt fehlt komplett, was aber auch nicht besonders tragisch ist, denn ein Gewicht von 4 Kilo wird mit dieser Tasche niemals überschritten werden. So viel passt einfach nicht rein. Kommen wir wieder zur Vorderseite. Und wie schon gesagt, ganz vorne befindet sich das kleinste Fach für Zubehör, wie zum Beispiel einen Ersatzakku. Das ist nochmal ganz nett aufgeteilt. Hier die Bedienungsanleitung der EOS 1000D in Deutsch, die habe ich immer dabei. Nochmal ganz nett aufgeteilt in insgesamt drei Fächer. Eins ist hinten komplett mit dem orangenen Stoff verschlossen. Vorne haben wir dann nochmal eine kleine Netztasche und rechts und links diese ausfaltbaren
Stopper, dass die Tasche nicht ganz auffallen kann und alles rauspurzelt. Soweit ganz praktisch gelöst. Zubehör ist im Moment nicht drin. Ich habe die Tage mal umgepackt, hatte den Rucksack mit draußen. Musste man nicht alles dabei haben, was drin ist. So, das zweite Fach, ich nenne es immer das Dokumentenfach. Wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin und keine andere Tasche dabei habe, verstaue ich hier ganz einfach meinen Schlüssel, mein Portemonnaie, mein Mobiltelefon. Ganz praktische Angelegenheit, sehr tief, die geht also bis zum Taschenboden nach unten und es findet alles sehr bequem Platz dort drin. Die Reißverschlüsse sind soweit okay, es sind jetzt keine Heavy Duty wie zum Beispiel von YKK, aber sie laufen unheimlich sauber, haben überall noch kleine Lanyards mit gummierten Perlchen am Ende. Vorne seht ihr auch noch einen kleinen Durchlass für den Kopfhörer, falls man seinen iPod, seinen MP3-Player, was auch immer in der Tasche transportieren möchte, auch ganz praktisch. Und wie man hier noch sehen kann, sind die Flaschenhalter, vielleicht reicht es sogar für ein kleines Stativ, nochmal mit einem Kordelzug gesichert. Der Rest ist Netztasche. So, kommen wir zum Hauptfach. Dafür drehe ich den Rucksack mal auf den Rücken. So, das Ganze präsentiert sich wie folgt. Im Deckel haben wir nochmal eine etwas größere Netztasche. Dort befindet sich im Moment einfach nur ein Reserveakku plus eine Abdeckkappe für den weiteren Akku. Und das Hauptfach ist, wie ihr sehen könnt, variabel gestaltet. Das ist komplett aus einem weichen Stoff gefertigt. Ich weiß jetzt gar nicht, was es für einer ist. Es ist auf jeden Fall ein synthetischer Stoff. Sehr weich und das hat folgenden Grund. Alle Trenner sind mit Klettverschluss versehen, sodass man die Tasche ganz variabel nach eigenen Wünschen gestalten kann. Da ich jetzt noch keine riesengroßen Zoom-Objektive besitze, sondern das 28x80 Ultrasonic von Canon plus das Standard 18-55er aus dem Kit. Hier haben wir den Batteriegriff, übrigens eine sinnvolle Ergänzung für alle DSLR-Nutzer. Passen zwei Akkus rein und wenn die einmal voll sind, die bekommt man, glaube ich, in 3 Wochen nicht leer geknipst. Das reicht also für einen kompletten Urlaub. Hier haben wir noch ein bisschen Zubehör. Das ist der Fernauslöser. Übertragungskabel zum Computer. Ein leerer Plastikbeutel. Ich glaube, da war auch mal ein Akku drin. Und das war's dort. Und hier haben wir noch die Abdeckkappen von der Kamera, falls man sie mal ohne Objektiv transportieren möchte. Ihr seht, viel Platz bietet die Tasche nicht. Ein weiteres Objektiv wäre theoretisch hier vorne in diesem Bereich noch transportabel. Ich denke, größer als ein 250mm Zoom sollte es, Telezoom sollte es nicht sein. Ansonsten müsste man den Innenraum nochmal umgestalten. Die Maße, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, belaufen sich auf 30 x 33 x 10 cm und der Inhalt wird, glaube ich, mit 3,6 Litern angegeben. Ob das realistisch ist, ob das stimmt, kann sich jetzt jeder anhand der Maße selbst ausrechnen. Bis jetzt ist das Ding einfach ein absolut prima Begleiter. Es kommt ja jetzt nicht mehrmals in der Woche vor, dass ich mit der Kamera unterwegs bin. Aber wenn ich unterwegs bin, muss ich sagen, Platz für eine Flasche Wasser und das übliche Kleinzeug, EDC, was man so mit sich trägt, findet sich dort allemal. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Schon ist gut, wir sind jetzt bei 9 Minuten angelangt. Ich danke dir jedenfalls für die Aufgabe. Du hast mich nämlich motiviert, überhaupt die allererste Videoantwort zu machen, die ich bis jetzt gerade halt gemacht habe. Du warst der Erste, der das geschafft hat. Und großes Kompliment an dieser Stelle für deinen Kanal. Ich schaue immer wieder gerne rein. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, bis zum Ende der Frist für diese Videoantworten dürfte sich die Zahl deiner Abonnenten schon wieder vervielfacht haben. Wir sehen uns bei YouTube. Ich hoffe, dir hat meine kleine Vorstellung gefallen. Bis bald.